Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einer wundervollen neuen Folge von Monster Hunter Rise. Ich hoffe, ihr seid bereit, ein bisschen mit Buddy Wildexperte zu reden. Wo befindet sich der Buddy Wildexperte? Nice to meet you. War der nicht hier drüben? Freut mich, dich kennenzulernen. Hey, Scroll, stimmt es jetzt? Hey, das war cool. Hör zu, ich sehe jeden, der in Kimura ein- und ausgeht beim Laden. Ja, überlass du Kimura. Okay. Ich dachte, wenn ich hier über die Brücke gehe, komme ich dann in diesen Buddy-Tempel oder sowas. Ah, nee, warte mal, das war hier rechts, oder? Jetzt gucke ich mal, ob das der richtige Weg ist. Ja, das ist sie doch. Was ist das für ein komischer Frosch? Nice. Okay, die Gegenden sind halt einfach echt schön in dem Spiel. Aber das hat Monster Hunter schon immer gekonnt. Ein U-Boot gibt's auch noch, ja klar. Also, voll ausgestattet hier. Oh nein, die Katze. Also irgendwas werden wir damit später auch noch machen müssen. Vielleicht kommen wir damit auf andere Kontinente. Vielleicht können wir. Ich bin wirklich gespannt. Grüß und Miau, ich bin Shirubai und leite hier die Buddy Plaza. Herzlich willkommen. Da du jetzt ein katzechter Jäger bist, erlaube mir bitte, dich auf der Buddy Plaza willkommen zu heißen. Buddy Wildexperte Iori wird dir einen Überblick über alles verschaffen, was mit Buddies zu tun hat. Wenn du einen Buddy anheuerst, gewinnst du einen treuen Kampfgefährten, der dir bei allen Jagdaufgaben zur Seite steht. Flayne Häuptling Kogarashi ist der absolute Experte, was die Leitung der miauendsten Jäger angeht. Du kannst dich darauf verlassen, dass alle Buddies, die für dich in Bereitschaft sind, Materialien sammeln, während du jagst. Die Fähre, fährt zum Trainingsbereich. Wie deine Ernennung zum Jäger heißt nicht, dass du bequem werden kannst. Ja. Und Rondi hier ist Händlerin von außerhalb Kamuras. Ah, jede gute Jäger braucht einen Vorrat von guten Objekten. Wie obs dein Anliegen auch sein mag, sie hat bestimmt das Richtige. Hier findest du die Buddy-Tafel, auf der du Buddies verwalten kannst. Solche findest du überall im Dorf. Vielleicht hast du schon mal eine gesehen. Ja, tatsächlich habe ich vorhin schon eine gesehen. Falls du Buddies von Iori anheuern kannst, kannst du sie hier verwalten. Wie auch immer die Buddies hier arbeiten, sich jedenfalls ein Schnurrhaar krumm, um besser und stärker zu werden. So viel von meiner Seite. Wenn du mehr erfahren möchtest, musst du selbst mit den anderen reden. Okay, die Buddy Plaza. Ja, finde ich okay. Muss ich mal gucken, was ich damit anfangen kann, schlussendlich. Aber ich muss jetzt mit Iori hier reden. Ne, mit Buddy. Doch, Iori heißt er. Oh, Scroll, danke fürs Vorbeischauen. Weißt du noch, wie Yomogis Lieferant an dem heiligen Ruin aufgehalten wurde und du ihm geholfen hast? Naja, ich weiß nicht warum, aber seitdem verhalten sich viel mehr Monster in der Umgebung der Ruinen sel wirklich seltsam. Klar, Monster werden ja zappelig, wenn die Randale näher kommt, aber es ist komisch, dass sie alle am gleichen Ort versammeln. Die Händler haben auch eine seltsame Aura erwähnt. Und im Dorf redet man von Geistern unheimlich, oder? Wie auch immer, zwei eifrige Buddies haben davon gehört und sind zu den Ruinen gelaufen, um Jagd auf die Aura zu machen. Und jetzt höre ich, dass ein Agnosum dort aufgetaucht ist. Bitte, Scroll, kannst du dich um das Agnosum kümmern, während ich Buddies suche? Du kannst die dringende Quest von Hinoa annehmen. Bitte, ich brauche deine Hilfe. Ja, Leute, damit haben wir doch unsere heutige Aufgabe schon mal. Wir kümmern uns um das Agnosum, was auch immer ein Agnosum ist. Schön finde ich auch, dass ich hier einfach keine wirkliche Ladezeit habe, sondern direkt rüber springen kann. Okay, also es wird Zeit, uns um das Agnosum zu kümmern. Du kommst gerade zur rechten Zeit. Dringende Quest für dich bereit. Heute musst du ein Agnosum jagen. Dieses Monster fächert seinen Kamm auf,
seinem Kopf auf, bevor es angreift. Wirklich komisch und fürchterregend. Okay, merken. Monster können verzwickt sein, also beachte ihr Verhalten genau, ein Stück zurück schaffen willst. Okay, dringende Quest. Okay. Ich würde immer gerne wissen, was dieses Agnosum denn eigentlich ist. Ich möchte die Quest annehmen. Also ich würde jetzt mal sagen, dass es kein Eisviech ist. Das heißt also, ich werde mal meine Eisrüstung tauschen. Und würde... Du bringst mir Feuerwiderstand. Tatsächlich ist das Kamura-Ding gerade das Sinnvollste, weil es halt mich einfach auf einen prinzipiell normalen Wert bringt. Muss ich mal gucken, ich hätte doch die zwei großen Quests hier annehmen sollen. Okay, dann hätte ich mal gesagt, wir starten los. Ja, zur Quest aufbrechen. Ich meine, ich finde es cool, dass man sich so langsam und sicher in die ganze Sache wieder ein bisschen einliest und lernt und alles Mögliche. Man muss ja wirklich sagen, also prinzipiell haben sie halt echt viele Informationen reingepackt über solche Schriftsachen. Resembling a parasol, but in truth a monstrous bird. Be wary of its figure and its vibrant hue. For once its collar opens, a rain of blood will ensue. Ooh, nice. Das wird ein geiler Fight, Leute. Agnosum. Ja, this will be easy. Werden wir ja mal sehen, mein Freund. Also, ich habe zur Verfügung hier erstmal mein ganzes Essen und mein Trinken. Ich hätte mal gesagt, ich snacke mir direkt erstmal noch einen Steak rein. Rohes Fleisch, simple Ration. Yes, habe ich hier direkt erstmal einen... Genau, ich habe hier einen Ofen zur Verfügung. Das heißt also, ich kann hier doch... Oder muss ich das tatsächlich über meine Sachen machen? Lass mich mal ganz kurz gucken. Muss ich das über... dass ich hier eine Feuerstelle aufstelle? Grillspieß? Oh, das war eine Katastrophe. Verkohltes Fleisch. Ja, okay, scheiß drauf, komm. Los geht es. Ab geht die Party. Okay, das Vieh soll also da links sein, oder? Sehe ich das richtig? Ist das dieses Akkosom oder ist es das rechte Vieh? Weil scheinbar ist hier wohl noch ein neues Tierchen aufgetaucht, aber ich glaube tatsächlich, dass das Richtige ist. Bei der 4. Obwohl das andere... Also wir können ja da mal ganz kurz hinreiten und einfach mal schauen, was es ist. Weil wir sind ja gleich da. Zweimal Kraut. Ne, du bist nicht der Richtige. Du bist wieder dieser riesige Waschbär. Okay, dadurch, dass wir den Waschbär nicht wollen... Eieiei. Okay, dadurch, dass wir den Waschbär nicht wollen... LOL. Warum treffen die zwei sich jetzt da unten? Das finde ich nicht cool. Das war so nicht ausgemacht, Leute.
Nein, nein, nicht grillen. Oh mein Gott. Ja, ruhig, Partner, ruhig. Ja, jetzt haben wir ihn hier. Komm her, jawohl. Oh. Nein, es ist Feuer. Natürlich ist es Feuer. Echt, jetzt kann ich ihn auch noch reiten. Oh mein Gott, ist das nice. Oh mein Gott, ist das nice, Leute. Ausweichen. Ohne berittene Rächer. Boom, boom. Jetzt haben wir hier erstmal ganz viel Zeug an. Ganz viel geiles Material. Ich meine, ich habe 15 Minuten Zeit. Theoretisch kann ich mir das doch leisten, den anderen Dude hier auch noch kurz mitzujagen, oder? Ah nein, der buddelt sich jetzt hier wieder durch, oder? Ach, komm schon, Alter. Okay, dann kümmere ich mich halt um den anderen. Ich meine, es wäre halt super nice gewesen, wenn ich beide geschnappt hätte, aber ich glaube tatsächlich, dass ich das nicht hinkriegen würde. Also, doch, prinzipiell bin ich mir ziemlich sicher sogar, dass ich es hinkriegen würde, aber... Aber fürs Loot wäre es halt nice. Dass er jetzt ein Feuerdude ist, das ist halt echt nicht das Geilste, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und vor allen Dingen, dass ich das... Oh mein Gott, dass ich das vorhin verkackt habe, war es halt echt auch nicht so nice. What? Okay. Ich weiß halt, ich kenne halt sein Bild gar nicht. Das muss ich ja dazu sagen. Ich bin halt da echt jetzt... Ich bin mal gespannt, wie er dann gleich ausrasten wird, wenn wir ihn erstmal ein bisschen gebängelt haben. Erstmal aktiviere ich gerne mal hier ein bisschen mein Zeug. Uff. Danke, das war schmerzhaft. Er schießt halt einfach random Feuerbälle durch die Gegend, Alter. Autsch. Nein, bleib da! Ich will echt fliehen. Wie sieht ihn an? Oh Gott, das ist nicht gut. Immer schön unter ihm bleiben. Das war ein guter Move. Schön unter den Beinen durchgerollt einmal. Also, Damage mache ich definitiv nicht. Oh, wenig. Jetzt fliegt er wieder rum, oder was? Also an den Füßen mache ich definitiv... Oh, das war gut. Haben wir gerade so ausgewichen. Meine Waffe hat ein bisschen an Durability oder an Stärke verloren oder was auch immer. Holy shit. Oh. Oh, oh, oh.
Der liegt gerade am Boden. Autsch. Ja, da vorne hat Töffel gerade ein Ding hingelegt. Das ist nice. Nein, hör auf! Hör auf, dich da rumzuhängen. Ich will auf mein Reittier. Wie, er fliegt jetzt? Wait, what? Okay, das ist halt... Das ist halt nicht cool. Hopp. Oh lol, da drin werde ich weiter geheilt. Wait, dann bleibe ich da kurz drin. Okay, dann während ich hier mal kurz hochreite. Oh, das war das hohe Fleisch. Fuck. So, Freund hin. Oh, 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 oh. Riesenfehler, wenn man keine Ausdauer mehr hat. Das scheint aber ein guter Zeitpunkt immer wieder sein, um ihn anzugreifen. Boah. Also er hat halt so wirklich... Oh shit, da hat er mich zum ersten Mal in Ohnmacht gehauen. Fuck it. Komm. Jetzt machen wir den. Das war halt jetzt, das war richtig schade. Ich habe echt gedacht, ich komme da ohne Probleme durch, weil er halt auch echt nicht mehr viel Leben hat. Und dann haut er mich hier, als ich auf dem Boden lag, konnte ich dann halt nichts mehr dagegen machen. Das war halt richtig kacke. Ich muss mal ganz kurz was essen nehmen hier. Dass ich ein bisschen mehr Ausdauer habe. Ich hatte das Gefühl, dass ich wegen der Ausdauer keine Dodge Roll mehr machen konnte. Aber da lag ich auf dem Boden und dem fällt nichts Besseres ein, als dann hinterher zu gehen, gell? Schönen Sprungangriff hier. Ding aktivieren. Oh, jetzt wird geschnetzelt, mein Freund. Und ein bisschen mehr auf seinen Kopf aufpassen. Das ist auch noch so eine Sache, die wichtig ist. Und immer ein bisschen Ausdauer übrig behalten. Okay, da müssen wir eindeutig weg. Das ist gut. Oh, ich dachte schon, er macht seinen Schnabelspießer, dann wäre ich jetzt definitiv tot gewesen. So zum Beispiel. Der ist wirklich geschützt in seinem Schweif? Ich meine, es macht schon irgendwo Sinn. Ich will das Item mitnehmen. Okay, das war... Kann ich ihn blenden? Ja, meine Waffe ist auch nicht mehr so wirklich scharf. Dude, gegen dich will ich doch gar nicht kämpfen. Mann, Abgang.
Obwohl. Das kann tatsächlich sein, ich weiß gar nicht mehr, wie viel HP der hatte, aber dadurch, dass ich jetzt deutlich bessere Waffen habe. Zwei Level bessere Waffen, sollte es tatsächlich auch relativ gut gehen gegen den. Aber wisst ihr, das Problem ist halt, dass der halt, kann halt genauso, oh mein Gott. Nervig abhauen wie der andere Kollege auch. Ausdauer mehr. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob das relevant ist, ob ich ihn jetzt töte oder nicht, weil ich glaube tatsächlich, ist es eigentlich eher unsmart, weil ich damit meinem Hauptziel Möglichkeit gebe, sich zu heilen. Also ist mir jetzt tatsächlich egal. Weil ich habe jetzt schon echt dann, oh Gott, eine Grenze gebracht hier. Lass mich weg. Alter. Kannst du jetzt mal hier... Oh mein Gott, hey. Das hätte richtig böse enden können. Oh mein Gott, das kann immer noch böse enden hier. Das Viech ist halt super tanky im Gegensatz zum anderen. Und macht halt trotzdem richtig viel Damage, einfach nur. Ich weiß schon, warum ich letztes Mal gegen den auch mehr Probleme hatte, als jetzt gegen den komischen Vogel. Aber ich habe ihn jetzt schon im Panikmodus, das ist gut. Ich nehme den jetzt mit. Das ist mir jetzt egal. Den Vogel hole ich danach. Ich meine, ich habe 50 Minuten Zeit, das sollte ja wohl definitiv reichen. Der hat gerade gar keinen Bock mehr, Leute. Guck ich das an. Er hat gerade gar keinen Bock mehr. Oh, okay. Oder vielleicht doch. Ja, jetzt hab ich dich. Das war also Nummer 1. I'll put this to good use. Don't worry. Dann benutze ich mal noch schnell einen Wettstein.
Und jetzt hole ich mir noch den anderen Kollegen hier. Oh, essen sollte ich auch definitiv mal noch. Hab ich noch was zu essen dabei? Kohltes Fleisch ist nicht gut. Meine Grillstelle habe ich auch nicht mehr. Ich könnte das verkohlte Fleisch essen, aber ich glaube, das will ich gar nicht essen. Ja, ich meine, ich habe den Vogel, habe ich jetzt auch schon gut geschwächt. Ich weiß halt nur nicht, ob der sich nicht jetzt wieder geheilt hat. Das ist halt die andere Frage, die sich jetzt stellt. Jetzt haben wir auch mal einen geilen Kampf gleich in einer anderen Location. Ja, das sieht wieder geheilt aus. Echt jetzt? Jetzt greifen mich die kleinen Schweine auch noch an. Echt jetzt? Ja, jetzt erstmal weg hier, Kollege. Komm mal weg hier. Muss mal ganz kurz hier einen Abgang machen. Ich habe vorhin hier einen Ding gesehen. Ja. Schuppe. Hä, ich dachte, ich habe hier Honig gesehen. Okay, ich habe hier definitiv keine gute Position. What? Der kann die Häuser hier einreißen? Unsere Beute ist schwach, krallen wir sie uns, okay. Aber ich bin leider auch gerade ein bisschen schwach. Oh ja, guck mal, wie er humpelt. Goddammit! Komm her. Was ist los? Er fliegt da hoch. Wie komme ich denn da hoch? Ah, hier. Ich hoffe, ich kann hier hochkrackeln. Jawohl. Die Hunde sind einfach so mächtig. Ja, er will in sein Nest, aber das lassen wir definitiv nicht zu, Leute. Mal kurz meine Fähigkeit ausmachen. Oh, oder wieder an. Autsch. Yes! Zwei Monster innerhalb von einer Runde. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Was ist das hier jetzt? Okay, Objekt ablegen. Das nehme ich mal nachher mit. Bring das zur Vorratstruhe.
Schaffe ich doch niemals. Okay, damit habe ich alles genommen, was ich hier nehmen kann. Wie war das nochmal mit dem Teleportieren? Ups. Vielleicht habe ich das Weaver-Knight zerstört. Damit. Okay, schade. Ich dachte, vielleicht kann ich so hingehen, aber ich glaube, es wird halt eine andere Quest dann mal sein, die wir erledigen müssen. Ja, gute Arbeit, ihr zwei. Das war wirklich eine erfolgreiche Jagd, hätte ich mal gesagt. Ich meine, ich habe, guck ich das mal an, ich habe halt richtig, richtig viel gelootet. Ja, einmal in Ohnmacht gefallen, das kostet mich leider ein bisschen, aber ja, war allgemein eigentlich eine ganz geile Sache. Ich finde auch dieses gegen mit den auf die Monster steigen und dann mit den Kämpfen, das macht halt so viel Spaß, aber wenn man so ein bisschen den Bogen raus hat und so. Ich muss echt mal gucken. Also ich werde da jetzt definitiv so nebenher so ein paar Farming-Sachen machen. Aber jetzt haben wir ja schon hier direkt wieder eine Cutscene. Ah, Scroll, schon zurück. Du hast dich bei der Agnosum-Jagd gut geschlagen. Ein Problem wäre erledigt, aber an den heiligen Ruinen wartet noch eins. Laut den Dorfbewohnern sind es Geister. Ich passe fürs Erste auf. Später rufe ich aber vielleicht nach dir, falls sich etwas ergibt. Geh für einen Moment erstmal zu Hinoa. Mit dem Triumph über den Narkosa hast du dir 3-Sterne-Quests verdient. Aus dir wird ein guter Kamura-Jäger-Frischling. Mach weiter so. Nice. Ja, werde ich machen, natürlich. So, Leute, dann hätte ich mal gesagt, ich gucke jetzt mal ganz kurz, ob ich noch mir eine neue Waffe schmieden kann. Oder was ist meine. Yes, ich wusste es doch. Jetzt habe ich nämlich hier die neuen Sachen freigeschaltet. Und ich muss jetzt halt gucken, in welche Richtung ich gehe. Ich bin jetzt momentan. Hier ist der. Oh, what? 10 Feuer würde mir ein bisschen Nachteil geben, aber ich hätte halt deutlich besser ein Ding. Da muss ich mich halt jetzt durcharbeiten, Leute. Wo ist denn mein Knochenbaum eigentlich? Erzbaum, Knochenbaum. Da wären die nächsten mit 120 und die sind halt selten. Ja, aber Knochen ist halt mit so das Einfachste, was man machen kann. Ich glaube tatsächlich, dass es geil wäre, wenn wir hier halt einfach so ein paar mehr Monster dann haben. 90 und dann in so eine Richtung hier gehen könnten, so Blitz-Damage oder alternativ irgendwie sowas in die Richtung oder so Gift-Damage. Feuer-Damage wäre halt auch cool, dafür brauche ich 3 Malachiterz und plus Feuer als Elementar gegen Eis zu haben, wäre halt schon nice. Also von dem her gucken wir dann später nochmal rein, wenn ich noch ein bisschen Eisen gefarmt habe oder sowas und dann können wir da halt echt, warte mal, hast du noch irgendwie was zu sagen? Oh, hey Scroll, danke dir, haben es Ioris Buddies Heile zurückgeschafft. Du bist eine große Hilfe. Meister Hamon ist auch erleichtert, du hättest sein Grinsen sehen sollen, als klar war, dass Ioris Buddies sicher sind. Und wie gerade über gute Nachrichten sprechen, du hast 3 Standard-Quests freigeschaltet. Freust du dich? Neben neuen Quest wirst du auch an einen neuen Ort reisen. Bereite dich dementsprechend gut darauf vor. Okay, dann habe ich hier noch gebrauchte Monsterteile. Nice. Und ja, ich bedanke mich ganz recht herzlich, wenn euch das Ganze gefallen hat. Zeigt es mir gerne mit dem Daumen nach oben. Schreibt was Schönes in die Kommentare. Vergesst natürlich nicht zu abonnieren. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann hätte ich mal gesagt, kann ich hier nicht irgendwie winken oder sowas? Nee, leider momentan nicht. Oder nicken. Ihr kommt, dann nicke ich euch einfach mal zu. Und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.